Kurznachrichten. War das fesch, war das schmissig, auf nach Berlin in sein 750. Jahr 1987. In meiner Hand das Buch zum Fest, herausgegeben vom Komitee der Deutschen Demokratischen Republik zum 750-jährigen Bestehen von Berlin im VEB Tourist Verlag. Ganz am Anfang begrüßt mich Erich Honecker. Die Vorbereitung des 750-jährigen Jubiläums fällt in eine Zeit, in der Berlin als politisches, wirtschaftliches, wissenschaftliches und geistig-kulturelles Zentrum der DDR wieder zielstrebig ausgestaltet wird. Neue, hervorragende Leistungen in der Produktion der Wissenschaft, der Kultur in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens werden unter Beweis stellen, wie das Herz dieser Stadt in unserer Zeit zum Wohle ihrer Bürger kräftiger denn je schlägt. Mit Honecker gab es ja kürzlich schon viel umjubelte Dossiers hier in der kleinen Audiodatei. Da habe ich heute doch eine deutlich bessere Idee. Denn auch im Geburtstagsjahr von Berlin gab es zum 1. Mai die obligatorische Mai-Demonstration. Über 650.000 Menschen demonstrierten in Berlin für Frieden und Sozialismus. Ein machtvolles Bekenntnis zur weiteren Verwirklichung der Beschlüsse des 11. Parteitages der SED lässt mich dessen Zentralorgan wissen, die Ausgabe vom 2.3. Mai 1987. Und wer begrüßte zum 1. Mai? Natürlich Harry Tisch. Schauen wir in seine Rede. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Freunde und Genossen, liebe ausländische Gäste, zum 1. Mai, dem Internationalen. Ach, was mache ich? Ich nehme die Rede im Original. Harry Tisch. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Freunde und Genossen, liebe ausländische Gäste, zum 1. Mai, dem Internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse, übermittle ich euch die herzlichsten Grüße des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, des Bundesvorstandes des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Nationalrates der Nationalen Front. Der 1. Mai 1987 sieht uns vereint durch die große und schöpferische Arbeit für die Verwirklichung der Beschlüsse des 11. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auf dem Kurs der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ein harter Winter liegt hinter uns. Länger als sonst haben wir auf das Frühlingserwachen warten müssen. Durch hohe arbeitstägliche Leistungen im sozialistischen Wettbewerb haben die Werktätigen in Stadt und Land gesichert, dass mit Schnee und Eis auch Planrückstände dahinschmolzen, die Aufgaben erfüllt und auf wichtigen Gebieten überboten wurden. Erfolgreich entwickelt sich der Kampf um ein hohes volkswirtschaftliches Leistungswachstum. Hervorragende Arbeitsdaten haben uns dem Ziel näher gebracht, in diesem Jahr in der Industrie mit der Kraft der Kombinate zusätzliche Produkte im Wert von 2,2 Milliarden Mark herzustellen und die Arbeitsproduktivität um 9% und mehr zu steigern. Für das verantwortliche, initiativreiche Handeln zur Stärkung unserer sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik möchte ich allen Werktätigen, den Arbeitern und Genossenschaftsbauern, den Geistesschaffenden, der Jugend, den Angehörigen der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen und der Schutz- und Sicherheitsorgane herzlich Dank sagen. Liebe Freunde und Genossen, hohe Leistungen sind die Voraussetzung für hohe soziale Ergebnisse. So können wir uns gemeinsam darüber freuen,
dass an diesem Maitag eine wichtige sozialpolitische Maßnahme, die Erhöhung des Kindergeldes, in Kraft tritt. Das ist eine bedeutende Leistung für das Wohlergehen der Familien. Der 11. FDGB-Kongress hat unsere Konzeption für weiteren sozialen Fortschritt sichtbar gemacht. Es ist das gemeinsame Vorhaben von Partei, Gewerkschaften und Ministerrat, den Urlaub für alle Bürger, die 5 Jahre vor dem Rentenalter stehen, ab 1988 um eine Woche zu verlängern. Im 40. Jahr unserer Republik wollen wir eine weitere bedeutende Erhöhung bei den Renten durchführen. So zeigt sich aufs Neue: In den sozialen Fortschritt sind in unserem Lande alle einbezogen, die Jugend ebenso wie die Familien und die älteren Bürger. Der 11. FDGB-Kongress hat erklärt, wir sind und bleiben dafür auf Aufschwung und Entwicklung eingestellt. Alles hängt ab von der Steigerung unserer Wirtschaftskraft. So lasst uns entschlossen in das Neuland der sozialistischen Produktion vorstoßen und die Aufgaben der wissenschaftlich-technischen Revolution zum Wohle des Menschen lösen. Damit treten die Vorzüge des Sozialismus noch deutlicher hervor. Sie zeigen sich klar vor dem Hintergrund bleibender und wachsender Massenarbeitslosigkeit, des Sozialabbaus in der Welt des Kapitals. Das Bleibende bei uns sind Vollbeschäftigung und soziale Sicherheit für alle. Das Wachsende bei uns sind Realeinkommen und soziale Leistungen. Dafür kämpfen wir unter der Führung unserer marxistisch-leninistischen Partei für die Stärkung unseres Arbeiter- und Bauernstaates. Das geschieht unter der bewussten, umfassenden Teilnahme der Werktätigen in voller Entfaltung der sozialistischen Demokratie. Berlinerinnen und Berliner, die heutige Mai-Demonstration in der Hauptstadt ist Teil des großen Jubiläums von Berlin. Wir sind stolz auf unsere Hauptstadt, die durch die Kraft ihrer Bürger und des ganzen Volkes zu einem schönen Wahrzeichen des Sozialismus auf deutschem Boden geworden ist. Die sozialistische Macht des Volkes hat in wenigen Jahrzehnten mehr für ein besseres, sinnerfülltes Dasein der Bürger Berlins, für ihr materielles und kulturelles Lebensniveau getan und erreicht, als es Jahrhunderte früherer Stadtgeschichte vermochten. Was in unserer leistungsfähigen und attraktiven Hauptstadt in Fortsetzung der humanistischen und progressiven Traditionen Berlins vollbracht wird, nimmt einen würdigen Platz in der 750-jährigen Geschichte der Stadt ein. Wir danken allen, die dabei Hand anlegten und helfen, den Berlinern wie auch den Bauarbeitern und anderen Werktätigen aus den Bezirken der Republik und den tatkräftigen Jungen und Mädchen der FDJ-Initiative Berlin. Liebe Freunde und Genossen, der 1. Mai 1987 steht im Zeichen der großen Friedensoffensive, die der Sozialismus führt, um das wichtigste Grundrecht der Menschen, das Recht auf Leben, dauerhaft zu sichern. Wir unterstützen energisch die Vorschläge der Sowjetunion für den Abbau aller Mittelstreckenraketen in Europa. Laut und deutlich erklären wir: Weg mit dem Teufelszeug, wir sind für ein Europa ohne Kernwaffen. Wir sagen: Lasst uns beginnen mit der Schaffung eines atomwaffenfreien Korridors im Herzen Europas, beiderseits der Trennlinie zwischen den einander gegenüberstehenden Militärbündnissen. Dem Rüstungswahnsinn muss Einhalt geboten werden. Dafür haben die in Prag und Moskau unterbreiteten Vorschläge Michail Gorbatschows weitere Möglichkeiten gewiesen. Entschlossen setzen wir unsere Friedenspolitik fort und führen wir den Dialog mit allen Kräften der Vernunft und des Realismus. Ihr Zusammenwirken für die Einstellung des Wettrüstens,
für Abrüstung und friedliche Zusammenarbeit soll und muss die Menschheit vor dem Absturz in die atomare Selbstvernichtung bewahren. Kolleginnen und Kollegen, an der Einheit von Frieden und Sozialismus ist in unserem Lande jeder mit der eigenen Tagesarbeit unmittelbar beteiligt. Je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden. Das gilt heute erst recht. So lasst uns noch mehr tun, den eigenen Arbeitsplatz als Kampfplatz für den Frieden zu nutzen, damit jeder an jedem Tag bei der Erfüllung seiner Aufgaben eine gute Bilanz erreicht. Kolleginnen und Kollegen, an diesem Maitag bekräftigen wir unseren Bruderbund mit der Sowjetunion. Sie hat sich große Aufgaben gestellt, um das gewaltige materielle und geistige Potenzial des Landes voll zur Entfaltung zu bringen und den Sozialismus zu stärken. Gemeinsam mit den Völkern der Sowjetunion begehen wir in diesem Jahr den 70. Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Wir grüßen unsere Freunde und Kampfgefährten im Lande Lenins. Unser brüderlicher Gruß gilt unseren Freunden in den Staaten der sozialistischen Gemeinschaft. Wir wünschen Ihnen neue Erfolge im sozialistischen Aufbauwerk zum Wohle Ihrer Völker. Wir grüßen die Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, die für nationale Unabhängigkeit und sozialen Fortschritt kämpfen. In antiimperialistischer Solidarität stehen wir zu dem tapferen Volk von Nicaragua, das seine Revolution verteidigt. Wir grüßen die Patrioten Chiles, die gegen die Pinochet-Diktatur kämpfen. Wir üben Solidarität mit den Völkern im Süden Afrikas, die gegen rassistische Unterdrückung auftreten. Wir fordern Freiheit für Nelson Mandela und allen eingekerkerten Patrioten. Allen Kämpfern für die nationale und soziale Befreiung gilt unser Gruß. Es lebe unser sozialistisches Vaterland, die Deutsche Demokratische Republik. Es lebe die internationale Arbeiterklasse und ihr solidarisches Handeln. Vorwärts auf dem Kurs des 11. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands für Frieden und Sozialismus. Es lebe der 1. Mai 1987. Die Mai-Ansprache hielt Harry Tisch, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED und Vorsitzender des Bundesvorstandes des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Hier ist die Karl-Marx-Allee in Berlin. Bevor ich selbst mitmarschierte, war der 1. Mai für mich vor allem ein Fernsehereignis. Meine Mutter hatte das Programm des DDR-Fernsehens da den ganzen Tag an. Ähnlich der Rosenmontagsumzüge, da gab es das Westfernsehen. Mit herzlichem Beifall empfangen viele Zehntausende Berlinerinnen und Berliner den Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker. Impressionen von der Karl-Marx-Allee. Wenige Minuten nach der Eröffnung des Berliner Maizuges gehört die Karl-Marx-Allee der Jugend. Pioniere aus allen Stadtbezirken der Hauptstadt demonstrieren hier wie überall in der DDR zu dieser Stunde Schwung und Optimismus ihrer Generation. Schwung und Optimismus, davon hatten wir reichlich. Das Dossier. Kann es psychologisch einfacher sein, wenn man nie in seinem Leben Schwung und Optimismus hatte? Diese Demonstration an diesem 1. Mai 1987 hier in Berlin, sie gestaltet sich zur Friedensdemonstration. Vielleicht liegen heutige Friedensdemonstrationen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR auch in der Tatsache begründet, dass es am 1. Mai, aber auch an jedem weiteren Tag im Jahr, nie als weniger um den Weltfrieden ging.
Volkes Rosa Luxemburg zum 1. Mai den Kampftag der internationalen Arbeiterklasse. Das Dossier. Unser Dank geht den Mitarbeitern der traditionsreichen Charité für die gute medizinische Betreuung unserer Bürger. Unsere Ärzte und Schwestern, sie leben hoch, hoch, hoch. Die Musik von Berlin. Herzlichen Glückwunsch den Werktätigen des VEB Sternradio zum 1. Mai, dem Kampftag der internationalen Arbeiterklasse. Werte Zuschauer, die Kampfdemonstration der Berliner zum 1. Mai 1987, sie befindet sich in ihrer fünften Stunde. Und nun hat dieser Maitag gar ein erstes Gewitter bereit. Wer war dabei? Soldaten der Reserve stemmten sich gegen den Regen. Das neue Deutschland dazu. Bei einsetzenden starken Gewitterregen wurden mit einem dreifachen kräftigen Sport frei die Leistungssportler, Spartakiadekämpfer und Volkssportler begrüßt, die um hohe Leistungen in der Sportfest- und Spartakiade-Stafette ringen. Sie wandten sich mit dem Ruf an alle, gesund und leistungsfähig treibt alle Sport. Verehrte Zuschauer, Sie sehen es selbst, Regen und Sturm inzwischen hier in der Karl-Marx-Allee. Aber den Berlinern und im Moment gerade den Berliner Sportlern macht das nichts aus. Es ist Ihre Mai-Demonstration. Es ist Ihr Kampftag. Korrekt. Was macht schon ein bisschen Regen, ein bisschen Lungenentzündung? Erich Honecker stand fest. Im neuen Deutschland vom 2. Mai 1987 übrigens noch eine Erinnerung an einen Schauspieler, an einen meiner Lieblingsschauspieler. 60. Geburtstag, Horst Drinder. Das Zentralkomitee der SED beglückwünschte den Genossen. Lieber Horst Drinder, mit großem gesellschaftlichen Engagement und hoher künstlerischer Meisterschaft haben Sie als Schauspieler und Regisseur wesentlich zur sozialistischen Theater- und Fernsehkunst der Deutschen Demokratischen Republik beigetragen. Große Anerkennung verdient Ihre gesellschaftliche Aktivität, die sich vor allem in einer ideenreichen Einflussnahme auf eine Spielplangestaltung der Fernsehdramatik ausdrückt, die sich an den Interessen und Erwartungen der Millionen Zuschauer orientiert. Für Ihre Aktivitäten und Leistungen zur Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes, zum Wohl unseres Volkes danken wir Ihnen herzlich. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in der Arbeit, Gesundheit und persönliches Glück. Mit sozialistischem Gruß, Erich Honecker. Und PS, der Ministerrat der DDR gratulierte ebenfalls. Nach 4,5 Stunden Berliner Kampfdemonstration am 1. Mai marschieren nun traditionsgemäß zum Abschluss die Kampfgruppen der Arbeiterklasse an der Ehrentribüne vorüber. Arbeiter in Uniform, bereit und fähig unter allen Bedingungen sicher zu schützen, was sie sich geschaffen haben. Hat nicht ganz geklappt, aber es bleiben die Erinnerungen. Der 1. Mai 1987, das Dossier. Aus dem Jahr 1987 in das Jahr 2024, aber es ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Und was ist die Arbeit des Soldaten? Töten. Benjamin Netanyahu erklärt, mit oder ohne Geiselabkommen, Israel wird in Rafah einmarschieren. Nicaragua hatte Deutschland vorgeworfen, in Gaza einen Genozid Israel zu unterstützen. Seitens des Internationalen Gerichtshofs gibt es derzeit keine vorläufigen Maßnahmen gegen Deutschland. In den USA eskalieren an US-Universitäten Pro-Palästina-Proteste. In New York, so berichtet der ORF, geht die Polizei gegen Uni-Besetzer vor. Quelle der ORF. Besetzern droht Exmatrikulation, ergänzt die ARD. Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk zeigte sich schon vor dem Polizeieinsatz besorgt. Einige Strafverfolgungsmaßnahmen würden in ihrer Wirkung unverhältnismäßig
erscheinen. Auch UN-Generalsekretär Guterres mahnte, es ist wichtig, die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit zu garantieren. Zugleich ist Hasssprache inakzeptabel. Meinungs- und Demonstrationsfreiheit natürlich auch in Deutschland. Vor einigen Tagen gab es eine Islamistendemonstration in Hamburg. Die Gruppierung Muslim Interaktiv, es informierte der NDR. Gezählt wurden rund 1000 Anhänger, von manchen auch deutlich mehr. Der NDR zitiert Hamburgs Innensenator Grote, SPD, ein solches Schaulaufen von Islamisten ist unerträglich und widert mich an. Auch Bundesinnenministerin Faeser hielt die Demonstration schwer erträglich. Sie erklärte sich im Deutschlandfunk, zitiert Marco Buschmann, FDP, bei X Twitter, ehedem Zwitscher, Zitat, wem ein Kalifat lieber sein sollte als der Staat des Grundgesetzes, dem steht es frei, auszuwandern. Geworben für ein Kalifat hat beim deutschen Fernsehsender ARD Kula Mariam Hübsch, ein irritierender Name. Sie ist Rundfunkrätin des Hessischen Rundfunks. Schreibt auch für die FAZ, die Rundschau, die Welt, die Zeit, die Taz und Freitag. In der ARD lobt sie ihre Gemeinde. Diese hat einen Kalifen, einen weltweiten. Für Hübsch ein weltpolitisches Oberhaupt, das sich für Frieden einsetzt. Tja, die Missachtung des Grundgesetzes durch öffentlich-rechtliche Medien seit wenigstens 4 Jahren trägt nun Früchte. Damit wird man leben müssen. Man kann den 1. Mai natürlich auch anders begehen, mit Humor, wie bei unseren Freunden in Dänemark. Dort existiert ein gefälschtes Politikvideo, in dem Premierministerin Frederiksen erklärt, Feiertage gibt's nicht mehr, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, alles wird abgeschafft. Die Dänen seien viel zu faul. Weil man umgeben ist von lauter Vollidioten, Ignoranten, Dummköpfen und feigen Hunden. Ohne Mumm und Männerherz, ohne Fantasie, ohne Format. Ein paar vollgefressene Fettsäcke. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Der 1. Mai mit Würde. China. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Dienstag den Werktätigen des Landes zum Internationalen Tag der Arbeit, der am 1. Mai begangen wird, feierliche Grüße und beste Wünsche übermittelt. Er erinnert, im laufenden Jahr werde der 75. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China begangen. Die nordkoreanische Nachrichtenseite Nainara erinnert an den hochverehrten Genossen Kim Jong-un, der im vergangenen Jahr zum 1. Mai einem Sportwettkampf beiwohnte. Die Botschaft Nordkoreas gab zum 5. Jahrestag des historischen Kim Jong-un-Besuchs in Russland ein Bankett, die in Russland ansässige Botschaft Nordkoreas. Wechseln wir die Musik und kommen wir zur Wirtschaft. Zunächst zu den Genossen aus Weißrussland. Alexander Lukaschenko erinnert daran, dass das Land derzeit aktiv mit der Landgewinnung beschäftigt ist. Industrie, Ernährung, Gesundheit. Zum 1. Mai sieht Weißrussland gute Kooperationsaussichten mit Ägypten. Und Alexander Lukaschenko informiert über den Bau eines zweiten Kernkraftwerkes in Weißrussland, in Belarus. Gerne zur Wirtschaft auch Deutschland. Das Textilunternehmen C.H. Müller im Vogtland hat einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Wirtschaftliche Krise ist beispielhaft für die derzeitige Lage zahlreicher anderer Automobilzulieferer, zurückgegangene Nachfrage, stark gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Vormaterial. Die C.H. Müller GmbH wurde 1868 als Baumwollweberei gegründet. Inflation. Das Erlebnis. Inflation. Inflation. Mit welchen Dingen frönt ihr Erzähler zum Maifeiertag? Der Völlerei, von Frühschoppen bis Grillen. Ich schlage vor, das Glas zu erheben und zu trinken. Freundschaft. Was halten Sie von veganer Bratwurst? Um Gottes Willen, nein. Morgens zum Frühstück? Alles, überall. Unter jede, also praktisch jede Unterlage vom Brot oder vom Brötchen ist bei mir Butter. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Taurus bleibt im deutschen Schrank. Tote werden bei russischen Angriff auf Odessa gemeldet. Quelle Tagesschau. Die USA verhängen ein Importverbot für russisches Iran. Das chinesische Portal berichtet, Russland antwortet mit einem starken Schritt auf Beschlagnahme seiner Aktiva. Zitiert wird der Autor Li Yunfei. Er nennt 288 Milliarden US-Dollar westliches Vermögen in Russland. Wegen Explosionen in Munitionslagern stellt die tschechische Polizei die Ermittlungen gegen Russland ein. Rheinmetall. Anschlag auf das Gartenhaus von Rheinmetall-Chef. Es kennt sich linksradikale. Creating a deadly cloud. Nochmal Odessa. Laut russischen Medien hat das russische Militär das Hauptquartier der ukrainischen Truppen angegriffen. Pentagon will mehr Waffen liefern, motiviert die Ukraine zur Ausweitung militärischer Handlungen gegen die Krim. Ungarns Außenminister wird zitiert.
Westliche Politiker steigern sich in den Wahnsinn eines Atomkrieges hinein. Und zum Abschluss noch etwas für alle begeisterten Anhänger medizinischer Experimente. Als erster US-Bundesstaat hat Arizona eine Resolution verabschiedet. mRNA-Impfstoffe werden zu biologischen und technologischen Waffen erklärt. Und AstraZeneca hat in Großbritannien eingeräumt bei einem Prozess. Es gibt Nebenwirkungen. Thrombose kann ein wenig tödlich sein. Marcello, vielen Dank für die Nachricht. Und auch vielen Dank für das Wetter. Es ist ein Wetterchen zum Heldenzeugen. Ich meine das natürlich nur symbolisch, aber wenn Sie mögen, nur zu. Der Westen bekommt einzelne Schauer und Gewitter. Sonst Sonnenschein. Zum Wochenende Gewitter über das ganze Land. Danach unbeständiger und kühler. Machabu. Alternative Music.